Kurioses Deutschland! Unterwasserbriefkasten in Deutschland. Ähnlich wie in Japan können Taucher auch hier Briefe unter Wasser verschicken. Im niedersächsischen Hemmoor findet sich im Kreidesee ein 19 Meter unter Wasser liegender Briefkasten. Wöchentlich werden hier rund 40 Briefe eingeworfen. Einmal in der Woche wird der Briefkasten geleert und die Post verschickt. Früher wurde hier Kreide abgebaut und Zement produziert. Später hat man dieses Taucherparadies daraus gemacht. Der Kreidesee zählt zu den Taucher-Hotspots in Deutschland und hat um die 30.000 Taucher jährlich. Neben dem Briefkasten lässt sich dort auch ein Hai finden, ein Flugzeug und Boote! Wow!